Heute möchte ich euch etwas ganz Außergewöhnliches zeigen. Und zwar Suppe kochen mit der Cafecimo. Was ganz einfach ist, ganz schnell geht, was sehr praktisch ist für eine kleine Mahlzeit zwischendurch und was sogar mein kleiner Sohn sich schon mit Begeisterung selber kochen kann. Und zwar ist das ganz einfach. Die Maschine habe ich schon mal aufgeheizt. Die Kapsel, die ich selber befüllt habe, das habe ich euch ja auch schon gezeigt, wie einfach das geht, entnehme ich. So, dann erstmal die Kapsel dann ausspülen und auch mal ganz kurz durchlaufen lassen, so ein bisschen. So, das Wasser schütten wir dann weg. Dann nehmen wir eine große Tasse. Ich habe hier eine Tasse mit Deckel. Das geht aber auch, wenn ihr ein Unterblättchen oder irgendwas anderes auf die Tasse setzt. So, da hinein tue ich einfach chinesische Nudeln. Ob das Mienudeln sind oder Glasnudeln, das ist euch überlassen, aber die ziehen hier extrem schnell durch. Und das geht ganz einfach. So, dazu gebe ich, weil wir es ein bisschen scharf machen, scharf mögen, ein paar Chiliflocken. Muss aber nicht sein. Man kann auch ein bisschen Sojasauce rein tun. Und dann, das ist Gewürzsalz. Und zwar habe ich da jede Menge Gemüse selber getrocknet. Ich erzähle mal ganz kurz, wie ich das mache. Also das sind 8 Kilo Gemüse. Und zwar nehme ich da Zwiebeln, Sellerie, jede Menge Lauch, Brokkoli. Also alles an festem Gemüse könnt ihr nehmen. Und das mache ich ganz, ganz klein in der Küchenmaschine. Auf 8 Kilogramm Gemüse gebe ich 1 Kilo Salz und vermenge das gut. Dieses hier Gemüse habe ich getrocknet auf dem Backblech. Und zwar nehme ich Backpapier, streiche das Gemüse mit dem Salz ganz, ganz dünn drauf, trockne es bei 80 Grad so eine Stunde. Dann lasse ich den Dampf entweichen, lasse einfach mal eine halbe Stunde die Türe auf. Dann mache ich es wieder bei 80 Grad eine Stunde und dann lasse ich es über Nacht nochmal ausdampfen und am nächsten Tag trockne ich es nochmal. Und bis es dann wirklich so steinhart ist, das ist dann wie so eine Platte. Und dann drücke ich es kaputt und kann es in Glas tun. Die andere Möglichkeit ist wirklich, ihr nehmt das frische, was ihr verwendet habt, mit Salz und tut das einfach in Marmeladengläser. Und das hält wirklich monatelang, weil das Salz konserviert. Und dann nehme ich dann hier einen Teelöffel hinein. Oder ein bisschen mehr, wie man es so mag. So, man könnte auch noch ein Ei reintun. Aber wer es vegan mag, der lässt es halt weg. Zerschlägt das ein bisschen. Und dann stellt man es einfach hier drunter und lässt bitte entweder die blaue oder die gelbe Tasse, nicht Espresso, weil es mit Druck kommt, in die Tasse volllaufen. Dann muss man nur mal 3, 4 Minuten einfach warten. Am besten mit dem Deckel drauf, wie gesagt. Und dann wäre die Suppe schon fertig. Natürlich gibt es auch noch andere Varianten. Man kann auch noch ein paar Croissants reintun. Also was man gerade möchte. Und das ist sowas von easy. Man kann sich zu Hause so ein kleines Päckchen packen mit den Nudeln, mit dem Gewürz, was man alles liebt. Nimmt das mit, wo eine Cafecimo steht, ob im Büro oder sonst wo. Und kann sich dann ganz schnell eine kleine warme Suppe machen. So für zwischendurch ist das wunderbar und das schmeckt wirklich gut. Ich hoffe, es hat euch gefallen, der Tipp von mir, und ihr schaut wieder mal hinein. Tschüss!